Mein Name ist Alexander Bernhard und Martin ist da und ich bin irgendwie in den 80ern mal ins Internet reingefallen und dann haben sich da so viele Dinge entwickelt und sind wir ein bisschen später immer noch da und Martin habe ich über den Job kennengelernt. Ich mache Projekte, die auch im Internet stattfinden und habe dann immer wieder mal so naive Fragen, sag mal, wie ist denn das eigentlich? Martin ist ein Rechtsanwalt und beantwortet die immer sehr lieb und geduldig. Und gegen Bezahlung natürlich auch. Und gegen Bezahlung vom Mittagessen und wohlwollenden, anerkennenden Worten und Ähnlichem. Und wir haben nun gesagt, eigentlich können wir mal so ein Wrap-up machen, da würden wir mal alle Leute auch, die es interessiert, abholen, was es so rechts und links im Netz zu erkunden gibt. Und unser Untertitel heißt ja, das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein. Das, wer kennt das noch? So war vor 5 Jahren immer von den Politikern oder vielleicht vor 8 Jahren so ein Spruch. Ich fand den immer super, weil ich dachte, das ist genau mein Humor. Also natürlich ist das Internet ein rechtsfreier Raum, weil da sind ja nur Links drin. Aber dann habe ich verstanden, die meinten das. Ja, genau. Kurze Fußnote, ich habe mich dagegen ausgesprochen, den Witz zu machen. Ne? Aber er wollte es trotzdem. Also das ist so. Naja, eigentlich sage ich nichts ohne meinen Anwalt, aber in dem Fall habe ich für euch eine Ausnahme gemacht. Mhm. Also, was wollen wir heute machen? Übrigens, dass wir beiden. Martin, möchtest du noch was zu dir sagen? Ja, er hat ja schon alles gesagt. Seit 20 Jahren Rechtsanwalt, selber Programmierer früher gewesen und dann habe ich was Solides gelernt, Anwalt. Genau. Und ich fand das immer super, einen Rechtsanwalt zu haben, der wenigstens schon mal eine Zeile Code gesehen hat. Und in dem Fall der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Was wollen wir also heute machen? Das ist so ein bisschen der Talk. Ich stelle da über Fragen, Martin antwortet reflektiert und eloquent. Und wir haben uns so ein paar Themenfelder ausgesucht, von denen wir denken, dass sie euch interessieren könnten. Ihr könnt sie lesen, Markenrecht, so Namen, wie ist das so mit Namen im Netz? So darf man so eine Domain nehmen, wenn man die cool findet? Das ist jetzt heute nicht mehr so aktuell, aber früher war das mal ein großes Thema. Oder darf ich ein Open-Source-Software-Projekt nennen, wie ich es möchte? Könnte ja sein, dass manche Leute das so tun. Gibt es dann dieses Themenfeld Urheberrechtsverletzungen? Wie ist das so mit den Disclaimern? Haftung für Links haben wir drin. Framing im Sinne von iFrames und Ähnlichem. Dann haben wir so IT-Admins, so ein paar Fälle uns rausgesucht. Was darf man denn so als Admin? Ich habe mal Mail-Server administriert, so in dem Zusammenhang vielleicht. Und wir hoffen auch, wir haben 90 Minuten, dass wir noch eine Fragerunde haben. Grundsätzlich ist die Spielregel, bitte gerne melden. Wir haben, glaube ich, nicht so viele Mikros für die Zuschauer am Endgerät und in der Aufzeichnung. Da werden wir die Fragen nochmal wiederholen. Daher gerne Handzeichen und ja, gerne per Du, sonst bin ich verwirrt. Soweit, so gut. Genau. Erstmal moin von mir auch nochmal. Ja. Und was ganz wichtig ist, 90 Minuten sind relativ lang. Wir können die Show hier auch so rocken, aber fragt einfach. Ihr kennt diesen Spruch aus der Sesamstraße, wer nicht fragt, bleibt dumm. Ja. Also stellt eure Fragen. Eine der wenigen Möglichkeiten, wo ich nichts berechnen kann. Ja. Und deswegen, nein, Spaß beiseite, einfach. Wir haben es auch immer so gemacht, wir nennen keine Paragraphen, wir nennen keine Gesetze, doch, wir einmal ein Gesetz hast du reingeschrieben, ich nicht. Aber wir versuchen es wirklich laiengerecht zu machen und wir machen das anhand von Fällen, also von höchstrichterlichen Fällen. Alex stellt immer den Sachverhalt vor und ich sage dann immer, alles falsch und wie es richtig ist. Ja? So und in dem Text. Schnelle Frage, hat hier noch jemand Jura studiert? Du zählst nicht? Ah, geil. Dann meldet sich natürlich jetzt jeder. Das ist eine total geile Frage. Ich wollte sagen, dann sind wir ja unter uns und wir können die Fragen loswerden. Fangen wir doch mal an mit dem ersten Fall und gehen mal in medias res. Etwas länger her, Namensrecht. Ne? Es gab diesen Fall Shell.de und das war wie folgt. Also es gab einen Andreas Shell tatsächlich. Der hieß also und er hatte nun diese Domain und hat dort auch Leistungen angeboten, nämlich Übersetzungsdienstleistungen. Das ist in Wahrheit ein bisschen verkürzt, also in Wahrheit ist es komplizierter, es ist verkürzt, weil es gab vorher noch eine Agentur, dies, das, jenes, aber juristisch gesehen spielt das offensichtlich keine Rolle, das habe ich auch hier nicht auf den Folien. Und nun sagt eine andere Firma, die auch Shell heißt, genau genommen Shell Deutschland GmbH, sag mal, ich hätte gerne die Domain, gib mir die mal. Und interessant an diesem Fall ist ja eben die tatsächliche Namensgleichheit, also nicht irgendjemand hat irgendeine Domain, so wie X, und dann so, sondern der heißt auch wirklich so. Also in Deutschland hat, also ich meine, wenn ich meinen Namen nehme und damit ein Business mache, das muss ich doch irgendwie dürfen, oder? Also, wie ging dann das aus? Dürfen darfst du alles. Die Frage ist, ob du die Sanktionen oder die Konsequenzen tragen willst. Ja. Aber klar, also zum Sachverhalt, vielleicht nochmal, war um 2002 herum, ist einer der ersten höchstrichterlichen Entscheidungen zu domainrechtlichen Problematiken, ja. Und die ist deswegen noch so aktuell, weil ihr könnt das einfach übertragen auf LinkedIn,
Auf Instagram, ja, LinkedIn ist wahrscheinlich hier total falsch, ich krieg gleich Kloppe, aber machen wir einfach Twitter, ne, Twitter ist ja auch X oder so. Also irgendwelche Accounts, die ihr benutzt, Instagram, irgendwelche Social Media Accounts, ist egal. Letzten Endes all das, was unique vergeben, also nur einmal vergeben werden kann, da tritt diese Problematik auf. Und das Interessante dabei ist, ich würde mal, du hast jetzt schon vorgemacht, ne? Aber okay, hat keiner gesehen. Was denkt ihr denn, war die Lösung des Falls? Hat der Anton Schädel Andreas recht bekommen oder die große böse, der große böse Mineralölkonzern? Wir können ja einfach mal gerne mal eine kurze Abstimmung machen. Einfach mal Hände hoch, wer meint, dass der Mineralölkonzern gewonnen hat. Die können alle lesen, Martin, aber ja. Dann können wir nach dem Rechtsempfinden fragen. Ne? Nein, und die anderen, die sich nicht melden, sind eingeschlafen, weißt du? Mm. Nein, also wer hat gewonnen? Shell.de hat gewonnen. Und zwar das Interessante dabei ist, dass der Andreas Shell hat das zu einer Zeitpunkt oder zu einem Zeitpunkt registriert, wo noch kein Schwein sich um Domains gekümmert hat. Weil Shell.de hat gesagt, Internet kennen wir nicht so, also was ist denn das überhaupt? Und erst als es dann lukrativ wurde und viele Leute ins World Wide Web geströmt sind, haben die Jungs das auch mitbekommen. Dann wollten die Domain haben. Ergebnis, die haben Recht bekommen. Normalerweise gilt dieses Windhund-Prinzip. Das musste ich googeln, aber ich glaube, das heißt auf Deutsch, wer zuerst kommt, mal zuerst? Genau. Also nichts anderes, Windhundprinzip oder wer zuerst kommt, mal zuerst, das bedeutet, derjenige, der zuerst kommt, der hat auch das Recht bei Namensgleichheit. Das soll heißen, Anton Müller und Egon Müller, wenn Anton Müller der Erste ist, hat Egon Müller halt Pech. Und jetzt kommen wir zu der Ausnahme, und zwar eine überragende Verkehrsgeltung, also ein großer internationaler Konzern. Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, okay, kein Schwein, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen, kein Schwein kennt den Andreas Shell, ja, aber alle kennen Shell.de, also in dem Fall die Shell GmbH oder die Shell Aktiengesellschaft, und deswegen bekommt der Mineralölkonzern diese Domain. Da stellen sich natürlich immer sofort Fragen ein. Nehmen wir mal an, ich habe einen Namen und irgendeine andere Firma wird unter dem Namen bekannter, also so X als Beispiel. Was dann passiert, ist wahrscheinlich nicht global zu beantworten. Naja, also wenn wir heute Abend drüber reden, ist es alles nur deutsches Recht, ne? Also muss man erstmal dazu sagen, wir reden jetzt über eine DE-Domain, bei der COM-Domain haben wir schon ganz anderes anwendbares Recht und vielleicht entscheidet dann auch ICANN oder ICANN oder was auch immer. Aber grundsätzlich ist es so, natürlich kann dieses Problem auch auftreten, wenn heute, also wenn unser Beispiel Andreas Müller und Anton Müller, und der Anton Müller wird ein großer Drogeriemarkthersteller und plötzlich, dann haben wir genau die gleiche Problematik. Also das Risiko ist immer da, dass hier die Domain weggeschnappt wird im Zweifelsfall. Da haben wir unsere erste Meldung, hurra. Und das zählt auch als Unique, obwohl es andere Top-Level-Domains gäbe. Also ich wiederhole die Frage für die Endgeräte. Die Frage ist, zählt diese Domain Unique, also Shell.de, obwohl es ja andere Top-Level-Domains gäbe, wie Shell.com schon immer oder heute Shell.hamburg oder irgend so was? Ja, also die Entscheidung, also definitiv ja. Das war auch zu einer Zeit, hatte ich ja gesagt, so 2002, 2003, da war es noch ein bisschen anders. Da war ja das Internet ja so klar abgegrenzt. COM war für die Amerikaner größtenteils. Aber heutzutage ist es eher Mixtur, ja. Aber trotzdem würde man sagen, eine nationale Top-Level-Domain ist definitiv unique und man kann nicht einfach sagen, okay, nimm dir eine andere. Ja? Noch eine Frage. Wie ist das mit generischen Domains, wie zum Beispiel beratung.de? Ich wiederhole die Frage, wie ist denn das mit generischen Domains? Beratung.de wurde genannt. Ich muss mal nachfragen, wenn der Name Beratung heißt, Anton Beratung oder? Ja, nein, ich meine jetzt grundsätzlich. Also wenn ich die Domain jetzt habe für mich und jemand anders macht eine Firma mit dem Namen Beratung 1235 GmbH auf. Da müssen wir unterscheiden, bei generischen Begriffen, also bei allgemeinen Begriffen, ja, zum Beispiel flüge.de, den Fall, waren wir auch mit involviert. Da ging es darum, ob jemand mit Flüge, mit Ü, Umlaut und mit UE zum Beispiel Ansprüche daherleiten kann. Da ist es grundsätzlich so, dass niemand einen Anspruch darauf hat. Ja? Das heißt, da greift das Markenrecht nicht. Es gibt gewisse Ausnahmen. Ja? Also zum Beispiel Spiegel, würde man sagen, ist auch ein Allgemeinbegriff, aber ist halt in dem Feld halt
eine spezielle Spezialisierung oder Welt, ne? Solche Begriffe. Aber grundsätzlich Allgemeinbegriffe sind markenrechtlich nicht schutzfähig. Ja? Aber auch hier Vorsicht vor Allgemeinerung, weil wenn du an Apple denkst, Apple bei Genusswaren, ganz klar, also bei Lebensmitteln, nicht eintragungsfähig, nicht als Domain schutzfähig, aber Apple im Bereich IT, Computer natürlich schon. Und natürlich als Plattenlabel. Apple Records, hallo? Echt? Wir machen mal, das waren die mit den Beatles, aber das wusste die natürlich schon. Hast du das eigentlich mitbekommen, dass die Beatles jetzt ein neues Lied haben, dank KI? Ja, aber weißt du, was genauso spannend ist? Marion. Marionskochbuch.de ist auch ein schöner Fall. Also ein Volkert K. Erstellt Fotos für die Webseite seiner Frau Marion. Und einige dieser Fotos tauchen nur auf einer Online-Plattform, auch chefkoch.de. Und nun sagt der Volkert, also ich, liebes Chefkoch, lass das mal. Und außerdem hätte ich gerne Schadensersatz. Wie reagiert Chefkoch? Nun ja, sie löschen halt erstmal sofort die Fotos, aber sie unterschreiben keine Unterlassungserklärung. Was war noch eine Unterlassungserklärung? Das hast du mir schon mal erzählt. Ja, das, was du laufend abgeben musst. Aber nein, Unterlassungserklärung heißt einfach, ich habe irgendwas Böses getan, ich habe eine Urheberrechtsverletzung begangen oder ich habe Alexander gesagt, du bist ein Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kann er gegen mich einen Anspruch stellen und sagen, hier, pass mal auf, gib eine Erklärung ab, wo drin steht, du tust das nicht wieder. Und wenn du das doch dagegen verstößt, dann wird eine Vertragsstrafe von 5.000 Euro fällig. Das ist eine Unterlassungserklärung. Das wollte also Chefkoch nicht abgeben, dass sie das sozusagen nicht nochmal tun. Und nun sagt Volker K., ja, dann fragen wir mal das Gericht, was es dazu sagt und klagt eben auf Unterlassungsschadensersatz. Übrigens, ich habe mal Fotos mitgebracht, damit man mal sieht, von welchen Fotos wir reden. Genau die Fotos, die es ging, habe ich zwar in den Akten im Fall gefunden, die waren aber in der Schwarz-Weiß-Kopie, also Abbildung ähnlich und mal von der Original-Webseite zitiert. Und ich möchte nur da für alle, auch im Stream, sagen, wir haben hier eine Quellenangabe gemacht. Ja? Folien sind natürlich später online. Genau. Was übrigens, um mal noch einen kurzen Ausflug zu machen, als Tipp, wenn ihr jemals eine Abmahnung bekommt und irgendwas mit Internet zu tun habt, gebt niemals eine Unterlassungserklärung ab. Niemals. Warum ich das sage, es gibt sowas wie Wayback Machine, wie Archiv.org, Google Cache, den könnt ihr nicht kontrollieren. Und wenn ihr eine Erklärung abgibt, sage ich jetzt mal zum Beispiel, was einige Mandanten bei uns passiert, also wir haben uns über Typo 3 kennengelernt, ne, die Geschichte, und das ist ja auch ein großes Cache-Management. Und dann ist es so, ich gebe eine Unterlassungserklärung ab, ich benutze das Foto nicht mehr und denke, ich lösche es, aber im Cache ist es noch vorhanden. Und wenn der Gläubiger, also derjenige, der sozusagen den Anspruch dann verlangen kann, gut ist, dann googelt der mal ein bisschen und dann kriegt er 5.000 Euro. Deswegen als Tipp, wenn ihr irgendwas mit dem Internet zu tun habt, überlegt euch mindestens 17 Mal, bevor ihr eine Unterlassungserklärung abgibt. Ja, ja, oder fragt halt Martin. Ne? Nächstes Jahr, wenn wir nochmal eingeladen werden. Also wenn wir noch unser Talk nochmal akzeptiert wird. Wow. Falls. Okay. Eine Frage. Ich habe eine generelle Frage zu diesem Fall. Und zwar, die haben, glaube ich, nicht nur Chefkoch-Verklagt, sondern ziemlich viele Leute, oder? Ja, böse Zungen behaupten, alles, was nicht bei drei auf den Bäumen war, hat Post bekommen. Ja, also es gibt mehrere höchstrichterliche, also es gibt mehrere Fälle zu dem. Es gab mal eine bewegte Zeit von Marions Kochbuch. Wenn ihr googelt, findet, werdet ihr das auch finden. Ja? Genau. Bleiben wir bei dem einen Fall. Übrigens, Chefkoch habe ich auch nochmal gescreenshottet. Allerdings ist das ein Screenshot von jetzt vorgestern oder so. Das sieht ein bisschen anders aus. Und ich habe in der Wayback-Maschine nicht mehr genau die Ansicht gefunden, weil was war denn anders? Zu dem Zeitpunkt, als diese Klage aktuell war, hat Chefkoch so eine Art Wasserzeichen, nämlich ihre Kochmütze, die man ja auch immer noch im Logo sieht, auch so auf die Bilder gepackt, um zu sagen, guck mal, das ist so der Kontext von Chefkoch. Das muss man vielleicht noch so ein bisschen dazu sagen, um die Frage ans Rechtsempfinden zu entstellen. Das ist die Frage, die ich immer habe. So, was ist denn so, kann jetzt Chefkoch was dafür, dass da Bilder auftauchen? Was ist so euer Rechtsempfinden? Das ist der Teil, wo ihr was sagen dürft. Bitte. Okay, erste Stimme sagt, vermute nicht, okay. Also Abweisung der Klage. Okay, ne? Okay. Ich hätte gesagt, weil sie sofort es gelöscht haben, sobald sie es wussten, dass sie deshalb entsprechend nicht auf Unterlassung verklagt werden. Ah, das klingt schon nach rudimentären Rechtskenntnissen. Ja.
Also es geht, um mal den großen Bogen zu spannen, Haftung für fremde Inhalte. Letzten Endes, es sind ja nicht Inhalte von Chef Koch, sondern es hat jemand anderes gepostet und dann ist die Frage, haftet Chef Koch? Das könnt ihr auch bei allen anderen Social-Media-Plattformen euch stellen, ne? Genau. Ich glaube, du hattest ihn noch gemeldet. Nein, dahinter. Gut. Wir können ja dann noch mal gucken, was rausbekommen ist. Wir haben überraschenderweise auch eine Folie dazu. Ja, die Klage ist stattgegeben. Genau. Wir mussten das übrigens aus DSGVO-Gründen anonymisieren, Volkert K, ja? Aber ihr könnt ja mal selbst googeln. Genau. Also, Ergebnis ist ganz klar, chefkoch.de haftet. Und das ist eine der mit ersten Entscheidungen dazu, wie grenze ich fremde und eigene Inhalte ab. Und ihr kennt das, 3 Juristen, 5 unterschiedliche Meinungen. Ja? Hier ist es so, dass man sagt, Voodoo, 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 aus den fremden Inhalten werden eigene Inhalte und für diese eigenen Inhalte hafte ich. Und jetzt ist die Frage, warum? Wie passiert das? Und die Antwort ist das, was Alex schon gesagt hat, nämlich, dass sich der Betreiber diese fremden Inhalte irgendwie zu eigen macht, durch äußere Umstände. Da war einmal die Mütze hatten wir da, genau. Ja, die war irgendwo hier im Bild, ne? Also genau. Auf dem Foto. Es war auf dem Foto, war im Grunde genommen eine Mütze mit chefkoch.de abgebildet und dann haben die gesagt, okay, das klingt schon so, als ob ich mir diese fremden Inhalte als eigene zu eigen mache und deswegen hafte ich. Ein anderer Punkt ist auch wieder bei anderen Inhalten so, sobald eine Plattform sich Nutzungsrechte einräumen lässt. Ihr kennt das, wenn ihr Facebook oder wie alle sie heißen benutzt, räumt ihr an den Inhalten, den Plattformbetreibern in aller Regel einfache Nutzungsrechte ein. Und das ist nach der Rechtsprechung auch schon oder kann ein Grund sein, dass aus den fremden Inhalten eigene Inhalte werden. Ja? Nicht automatisch, sonst würde ja Meta für alles haften, aber definitiv so. Ich glaube, das war bei dir so, dass er sofort ab Kenntnis reagiert hat. Genau, das sagt man, weil, genau. Aber hier war das anders. Da hat man gesagt, okay, pass auf, die haben sich das so stark zu eigen gemacht, diese fremden Inhalte, dass es eigene Inhalte geworden sind. Also Symbolfoto. Ach so, also du meinst, hier oben steht jetzt im Foto eben nicht nur die Chefkochmütze, sondern der Name des... Ja, wobei die Entscheidung auch schon Asbach uralt ist. Die ist 18, 17, 15 Jahre her. Ich glaube, nicht deswegen, sondern es hat andere Gründe. Aber auf jeden Fall steht da die Chefkochmütze nicht mehr. Das ist der Grund. Wie findet ihr das denn eigentlich? Findet ihr das fair? Nö. Ne. Also für die Endgeräte gemischte Meinung, eher nicht fair. Mein Rechtsempfinden ist auch, also dass die Mütze den Unterschied macht, nun ja. Finde ich haarspalterisch. Also nicht die Mütze allein. Aber was man ja sagen muss, also wenn ich jetzt mal Richter kurz bin und sage, okay, man kann natürlich die Position vertreten, ist alles nicht meins. Ich drehe mich die gesamte Zeit um und also ich weiß gar nicht, was bei mir so passiert, also keine Ahnung. Ja? Das ist natürlich die andere Extremposition. Aber ich denke mal, wir sind uns alle einig, dass irgendwann doch eine Haftung zutage treten muss. Weil der Betreiber kann ja nicht sagen, habe ich nicht gesehen, weil das wird natürlich dann irgendwann unverhältnismäßig. Andererseits kann ein Betreiber natürlich auch nicht Bilder prüfen, mal so grundsätzlich. Der Amerikaner, der sich jetzt verdonnert haben, ne? Der 31-Jährige, der sich 100 Jahre kriegt, mit seinen Kryptowährungen. Ich glaube, du meinst FTX. Aber das waren ja keine Bilder, sondern der, ich sag mal so, ist ja angeklagt wegen Untreue, Unterschlagung und anderen Delikten. Betrug vor allen Dingen. Ja. Strafrecht lassen wir heute außen vor. Und amerikanisches Strafrecht, glaube ich, doppelt. Aber vielleicht haben wir noch was anderes, was euch interessiert. Schöpfungshöhe. Genau, wir sind jetzt beim Urheberrecht, ne? Also wir sind vor dem Markenrecht und jetzt das zweite Mal Urheberrecht, genau. Genau, wir springen quer durch die Gegend, weil wir haben jetzt weiter gesurft und haben jetzt einen lustigen Tweet gefunden. Wann genau ist aus Sex, Drugs und Rock'n'Roll eigentlich Laktose, Intoleranz, Veganismus und Helene Fischer geworden? Ich finde ihn ganz lustig.
Und irgendjemand anders fand den auch lustig und hat dann halt gesagt, naja, den Spruch nehme ich, den drucke ich auf Postkarten und ich hätte jetzt noch Kaffeebecher erwartet, vielleicht gab es auch das, weiß ich gar nicht so genau. Und hat die dann schlicht verkauft. Natürlich einfach so, das heißt ohne Angabe von, wer hat es denn mal geschrieben oder gar Lizenzkosten oder Ähnlichem. Und dann hat nun die Autorin gesagt, ich bin der Erste, der es geschrieben hat. Ich habe übrigens versucht, auf Twitter genau diesen Tweet zu finden. Das ist so der älteste, den ich gefunden habe. Ich weiß aber nicht, wer jetzt eigentlich Dagi Schamoni ist. Und ist Schamoni ein richtiger Name oder ist er eher so Fan von Rocco Schamoni, fiel mir noch ein. Aber das spielt keine Rolle. Also sie hat gesagt, hey, hör mal, den habe ich mir ausgedacht und ich hätte jetzt gerne bitte Lizenzkosten letztlich. Ne? Also wollte Schadensersatz, gehen. Genau. Schadensersatz und Unterlassung eigentlich wie immer. Ja. Genau, und jetzt ist hier die Frage ans geneigte Publikum. Was ist denn Schöpfungshöhe eigentlich und erfüllt so ein Tweet eine Schöpfungshöhe? Was ist so das Rechtsempfinden? Also kann man sowas, ist das sozusagen geschützt, weil originell? Oder ist das... Die erste Frage ist ja, habt ihr den Begriff überhaupt Schöpfungshöhe schon mal gehört? Nickende Gesichter. Großes Nicken. Und wisst ihr auch, was man da drunter so fasst? Nein. Okay, kurze juristische Definition. Werdet ihr natürlich mindestens genauso schlau sein wie vorher. Mehr als eine alltägliche, routinemäßige Leistung. Klammer auf, bestimmt der jeweilige Richter, Klammer zu. Ja? Wir kommen gleich noch zu den praktischen Konsequenzen, wenn so ein Richter das bestimmt, also ne, wie man strategisch vorgeht. Aber Schöpfungshöhe heißt einfach nur, nicht jeder Scheiß ist urheberrechtlich geschützt, sondern er muss ein gewisses Niveau, nicht allzu stark, aber auf jeden Fall mehr als eine alltägliche, routinemäßige Leistung sein. Und jetzt könnt ihr ja mal sagen, ob das mehr als eine alltägliche, routinemäßige Leistung ist. Ich würde sagen, es muss originell sein. Kann man das so formulieren? Ja, also... Ja. Ja, kannst du auch machen. Ist es originell? Der Kunstbegriff nimmt da mit ein. Ja, wobei wir ersetzen doch nur eins durch zwei andere neue Definitionen, oder? Weil wenn du jetzt Kunst sagst, da haben wir ja noch mehr Probleme mit, das zu definieren. Ich glaube, wir haben da noch eine Meldung. Ja. Hinter dir erstmal. Ich vermute, dass es nicht geschützt, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie man nachweisen soll, dass... Ganz kurz nur, aus dem Publikum wird gesagt, naja, das Problem besteht ja eigentlich darin, wer kann das überhaupt nachweisen, dass ich der Erste bin, der dieses Posting gemacht hat. Ja? Aber lassen wir das Problem mal außen vor. Also gehen wir mal davon aus, du lebst mit einem Notar zusammen und der notariell beurkundet alles, was du postest bei X. Ja? Ein sehr abstraktes Beispiel, aber dann könntest du es ja beweisen. Also, und ist das dann die Schöpfungshöhe für dich? Schwierige Frage, ne? Ja. Haben wir noch schnelle Antwort? Dann, Martin, wir müssen näher zusammen. Hallo. Aha. Ah, du auch hier. Ja. was mich die ganze Zeit so ein bisschen juckt, ist die Frage, ob die Frau Schamoni quasi überhaupt irgendeinen Gewinn daraus geschlagen hätte, also ob hier eigentlich tatsächlich irgendwie ein Schaden entsteht. Das ist egal, also du kriegst so ungefähr, also zum Beispiel der Volkert im vorigen Beispiel hat so zwischen um die 400, 500 Euro Schadensersatz pro Foto bekommen. Pro Foto? Genau. Und wir kommen noch zu viel lukrativeren Sachen, noch später, zu deinem Lieblingsfall nachher. Wo es dann um richtig viel Geld geht. Gut, also wir haben die praktischen Probleme genannt. Und wie ist eigentlich die Frage, die da auch drin steckt bei dir, wie ist eigentlich der Klagewert? Ne? Was klagt man denn eigentlich? Also die Höhe des Schadensersatzes, das würde mich dann auch mal interessieren. Ich hätte auch noch so andere Fragen, aber wir hatten noch ein Rechtsempfinden-Antwort. Sonst löse ich mal so langsam. Ja, im Zweifelsfall ja. Aber vor 40 Jahren gab es noch kein Twitter. 14 Jahre. Also wir können ja mal schnell lösen. Ich habe gar keine Folie dazu. Also in dem Fall wurde die Klage halt letztlich abgewiesen. Es hat keine Schöpfungshöhe. Du kannst das auf die Kaffeetasse drucken und tatsächlich passiert dann auch nichts. Und wenn man sich das ein bisschen zu Ende denkt, würde ich auch sagen, mein Rechtsempfinden muss mit Nachdenken sagen,
wenn es so wäre, dann kann ich ja tatsächlich auch bald keinen Witz mehr erzählen, weil jeden Witz, den ich erzählen kann, die hat ja irgendwie mal vor mir erzählt. Oder mein Friseur kann mir auch die Haare gar nicht mehr schneiden, weil das Fassonschnitt hat ja schon wer anders vor ihm. Also das ist ja tatsächlich ein sehr praktisches Problem. Und übrigens noch so eine Frage, wer kennt es noch? Früher war man ja Lametta. Einmal kurz nicken. Ha, Loriot ist doch noch nicht ganz vergessen. Das wäre auch so eine Frage. Diesen Fall gab es dann auch mal. Ne? Das ist ja ein geflügeltes Wort geworden, aber hat das eine Schöpfungshöhe? Und wie war da die Antwort, Martin? Ja, ist urheberrechtlich geschützt. Und jetzt kommen wir zu dem Ergebnis. Es ist, also wir machen viel Urheberrecht in der Kanzlei, es ist kaum prognostizierbar, ob ein Satz oder etwas urheberrechtlich geschützt ist oder nicht. Es hängt immer von dem jeweiligen Gericht ab. Und deswegen kann ich mir oder sollte es aus Sicht des Klägers mir auch, wenn ich sozusagen auf Schadensersatz klage, das Gericht aussuchen, das sehr urheberrechtsfreundlich ist. Wie kann man sich denn das Gericht aussuchen? Stichwort fliegender Gerichtsstand, habt ihr vielleicht schon mal gehört, kennt ihr vielleicht, bedeutet, bei sehr vielen Sachen im Internet gilt der sogenannte fliegende Gerichtsstand, soll bedeuten, da das Delikt, in dem Fall die Urheberrechtsverletzung, bundesweit oder weltweit abrufbar ist, kann sich der Kläger im Zweifelsfall den Gerichtsort aussuchen, ob nun am Landgericht Hamburg, am Landgericht München, am Landgericht Köln. Und man rennt natürlich deswegen auch gerne zum Landgericht Hamburg und zum Landgericht Köln, weil die beiden sehr urheberrechtsfreundlich sind und deswegen auch sehr schnell den Urheberrechtsschutz annehmen. Das soll bedeuten, ihr müsst euch immer im Hinterkopf behalten, wenn ihr so etwas benutzt, kann es immer sein, dass 90 Gerichte in Deutschland sagen, ist Urheber nicht, erreicht nicht die urheberrechtliche Schöpfungshöhe, aber Amtsgericht Hinterdudelbach sagt, jo, ist urheberrechtlich geschützt und der Kläger rennt dann zum Amtsgericht Hinterdudelbach. Ja? Ich habe noch eine Frage. Wenn der Beklagte jetzt argumentiert, das hat mein Onkel in der Kneipe schon vor 5 Jahren gesagt. Du hast gar nicht das Urheberrecht, das ist schon viel älter. Lässt sich aber so ansprechen, damit nicht gelingen. Ja, also dann steht Aussage gegen Aussage und dann tritt die Beweislast ein. Das heißt, der Urheber muss natürlich nachweisen, dass er Urheber ist. In unserem Beispiel aber ist er ein Beispiel von Viktor von Bülow, also von Loriot. Der hat das dann irgendwo niedergeschrieben, hat das in einer Fernsehsendung gemacht oder so. Und bei Ducky, ich glaube, das war Ducky das vor, das Beispiel, ne? Das mit dem Posting. Ja. Und Ducky, genau. Ich weiß nicht, ob sie das Original ist. Das ist älter, was ich gefunden habe. Okay, aber jedenfalls mal, bei Ducky würde man sagen, okay, die hat das 2013 gepostet und das kann man im Archiv bei X nachfinden. Und dann, also das heißt, es tritt eine Beweislastumkehr ein. Normalerweise muss der Urheber das nachweisen. Wenn er aber Indizien nachweisen kann, dass er das irgendwo publiziert hat, dann dreht sich die Beweislast und der Beklagte muss nachweisen. Das heißt, in dem Fall dein Onkel oder dein Vater müsstest du dann als Zeugen benennen. Ja, aber wenn das so ist und die Zeugen dann auch vor Gericht so aussagen, dann verliert der Kläger den Prozess. Naja, was man vielleicht sagen muss, der Richter bildet sich eine Meinung und guckt, ob es überzeugend ist oder ob dein Onkel das vielleicht aus Gefälligkeit sagt und dann fällt es halt ein Urteil. Ne? Ja, vor allem ist es halt so, dass die Zeugen dann ja auch Straftaten begehen. Falsche uneidliche Aussage oder falsche eidliche Aussage. Bei der falschen eidlichen Aussage sind wir bei einer Mindeststrafe von 12 Monaten. Also sollte dein Onkel oder dein Vater das nochmal überlegen, ob er das macht. Aber also was ich nochmal gut finde als Einwurf, was du versuchst, ist hier eine Regel zu finden. Und das ist, was ich sozusagen mit so einem, ich bin ja Nerd von uns beiden übrigens, das ist der Anwalt, ne? Also ich versuche auch mal so eine Regel zu erkennen, darf ich das dann machen und das ist dann logisch. Und da ist ja bei Jura oft so, ja, das folgt einem Regelwerk, das nennen wir Gesetzbuch, aber die Anwendung ist nicht auf den ersten Blick jedenfalls irgendwie so eine logische Anwendung einer Regel, sondern das ist immer dieses berühmte, naja, es kommt drauf an. Naja, in dem Fall würde ich sagen, das ist Fuzzy-Logik, oder? Da haben wir bestimmt noch einen passenden Talk für zu. Da ist noch eine Meldung. Also wenn ich jetzt Plattformen wie Twix oder Facebook verwende, dann habe ich irgendwie Nutzungsvereinbarung unterschrieben, indem ich im Zweifel auch die Rechte an meinen Inhalten an den Plattformen abtrete. Hat das einen Einfluss auf solche Urheberrechtsgeschichten oder ist das eigentlich nur relevant zwischen mir und der Plattform? Willst du die Frage wiederholen? Wenn auf X oder Facebook oder eine Social-Media-Plattform gepostet wird, trete ich damit nicht automatisch dann die Rechte an diese Plattform an oder hat das auf diese Urheberrechte einen Einfluss?
Genau, das war die Frage. Genau. Also, erstmal Verhältnis du als Urheber zu dem jeweiligen Social Media Plattform. Da steht auch in allen AGBs drin, dass du einfache Nutzungsrechte einräumst, ja. Dann gibt es zwei Probleme damit. Erstens, was macht Meta oder was machen die anderen damit? Ist das in deinem Sinne, wenn plötzlich die Bilder, die du hergestellt hast, die Texte für andere Zwecke benutzt werden, ob du das so toll findest? Und das andere ist, du kommst natürlich in Probleme, wenn du im Zweifelsfall Inhalte benutzt, an denen du vielleicht nicht die ausschließlichen Nutzungsrechte hast, ja? Wo du die Bilder selbst besorgt hast und die Rechtslage unklar ist, dann könnte es natürlich sein, dass Meta dann gegen dich vorgeht oder du Probleme bekommst, weil du dann etwas benutzt, was du eigentlich gar nicht darfst, und du erweiterst das noch, indem du das über Meta veröffentlichst. Dann hatten wir noch so ein bisschen die Frage hier mitgenommen. Ganz kurz, ich glaube, es sind noch ein paar Fragen. Da hinten war noch eine und hier. Also, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich packe einen Spruch rein auf X oder so und der macht dann später eine Kaffeetasse drauf und kann X mich dann verklagen, obwohl es mein originärer Inhalt ist, oder habe ich das falsch verstanden? Ja, das war falsch verstanden. Das heißt, in dem konkreten Fall, wenn X selbst die Kaffeetasse benutzen würde und herstellen würde, dann könntest du X im Zweifelsfall nicht verklagen, weil du ja in dem Moment, wo du das bei X reingestellt hast, auch Meta oder Elon sozusagen die Nutzungsrechte eingeräumt hast. Und im Zweifelsfall können diese Nutzungsrechte Elon auch erlauben, im Grunde genommen Kaffeetassen herzustellen mit deinem Spruch. Ja, also im Extremfall, wir übertreiben jetzt gerade. Aber genau, alles, was du sozusagen online in diesen Social-Media-Plattformen produzierst, räumst du automatisch, das steht auch in den AGBs, räumst du einfache Nutzungsrechte ein. Das kann ja letztlich auch nicht anders gehen, weil du willst es ja verbreiten und dazu nutzt du die Plattform. Ne? Also da finde ich schon eine innere Logik immerhin. Ja, wobei man natürlich sagen muss, die Reichweite von dem, ne? Ob jetzt Meta tatsächlich erlaubt sein darf, damit noch Geld zu machen und Kaffeetassen herzustellen und T-Shirts und so, oder ob Meta nicht einfach für die Technik selbst diese Sachen nur benutzen darf. Ja, aber Meta spielt ja auch Werbung aus. Aber gut, führt uns ein bisschen weg, aber... Wir machen einfach, glaube ich, mal ein paar Beispiele zur Schöpfungshöhe, oder? Die nächsten Sachen. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Beispiele haben, aber wir haben noch eine Frage. Ach, sorry. Nee, das war nur eine Anmerkung, was Sie gesagt hatten. Ich habe das so verstanden... Wenn ich jetzt ein urheberrechtlich geschütztes Bild auf Twitter poste und sage, das ist mein Inhalt, dann ist das eine, dann ist der Haftbare, wenn das zum strafrechtlichen Prozess kommt, bin ich der Haftbare, weil ich das Bild vorher von einer urheberrechtlich geschützten Quelle verwendet habe. Also ich besorge mir von marionskochbuch.de und klaue mir ein Foto. Rechte Maus darfst du speichern unter. Ja? So. Und dann poste ich das bei X. Ja, ist eine klassische Urheberrechtsverletzung. Ob du das nur auf die Webseite packst oder bei Twitter oder bei Meta veröffentlichst, du hast die Nutzungsrechte da dran nicht, an dem Bild. Und dann ist es natürlich so, dass im Zweifelsfall unter Umständen irgendwann dann auch Meta dafür haftet. Ne? Oder Chefkoch. Ja, das Beispiel war ja, Chefkoch ist ja letztlich auch nichts anderes als irgendeine Social-Media-Plattform. Übrigens, ein kleiner Tipp, googelt mal das Wort Oberschiene bei Chefkoch, ist immer wieder unterhaltsam. Ganz hinten war noch eine Frage. Ja, ich gibt es noch ein Konzept im Rahmen dieser Schöpfungshöhe von allgemeiner Bekanntheit, der allgemeine Assoziation. Also das ist ein Ausdruck oder ein Satz, der an sich keine Schöpfungshöhe hat, sowas wie Hunde meine Flasche Bier. Aber durch irgendwie die Bekanntheit und die Zuordnung dieses Ausspruches zu einer bestimmten Person gewinnt es dadurch irgendwie eine bestimmte Schöpfungshöhe und kann ich es deshalb vielleicht nicht auf den Kaffeetassen drücken? Also die Frage war, gewinnt ein eher einfacher Satz durch Bekanntmachung eines Kontextes oder eines Absenders dann doch eine Schöpfungshöhe? Da würde ich jetzt spontan antworten, meinst du sowas wie früher war mehr Lametta? Ja, zum Beispiel, wenn das jetzt nicht L'Oreal, sondern irgendwer in der Kneipe gesagt hätte, dann wäre das schriftlich festgehalten hätte es vielleicht keine Schöpfungshöhe. Gewinnt es da eine Schöpfungshöhe, dass alle wissen, dass es von L'Oreal ist? Also gewinnt es an Schöpfungshöhe, weil der Absender bekannt wird. Also holen wir mal eine Flasche Bier, denken wir möglicherweise alle an Schröder, ich jedenfalls tue das. Und das ist die Frage, hat das Einfluss auf die Schöpfungshöhe?
Naja, also wir hatten ja vorhin so definiert mit Schöpfungshöhe mehr als eine alltägliche, routinemäßige Leistung. Wenn wir das jetzt mal am Beispiel, früher war mehr Lametta oder Rum immer ein Bier, dann ist es definitiv so, das sind ja erstmal 0815 Sätze. Da würde keiner eine Schöpfungshöhe annehmen. Wenn ich das aber persifliere und einen gewissen Hintergrund mache und das so mache, dass es sofort unique wird, dass ich sozusagen Referenzen oder Knoten in meinem Kopf bilde und sage, jo, das ist Loriot, ja, auch nach 40 Jahren, 50 Jahren oder so, ist das ja immer noch ein Slogan, den Boomer-Leute kennen, ja. Dann ist das definitiv, sind wir in der Schöpfungshöhe. Das ist natürlich aber unheimlich schwer, ja, was ich vorhin gesagt habe, das entscheidet das Gericht. Und ob ich dann nun einen 65-jährigen Richter stehen habe oder sitzen habe oder einen 35-jährigen, macht natürlich einen totalen Unterschied. Das heißt, ich kann noch so gut sagen, assoziieren, ich kann noch so gut in meinen Schriftsätzen behaupten, das und das. Es hängt immer sehr stark davon ab, bei welchem Gericht ich mir das aussuche. Gewisse Gerichte sagen, okay, die sind sehr urheberrechtsfreundlich, wie ich meinte. Wollen wir mal weitermachen, sonst... Ja, bist du sicher, dass wir noch... Ich glaube, wir haben noch ein, zwei Beispiele, oder? Ich glaube, wir haben jetzt hier nichts mehr. Ah, okay, hast du... Okay. Ich habe gespickt. Also, wir würden mal weitermachen, wir haben noch ein paar Themen. Wir machen erstmal weiter und dann gucken wir, wenn wir am Ende Zeit haben, kommen wir nochmal zum Urheberrecht, okay? Genau, ich habe jetzt fotografieren mal so, das ist ja auch so ein Ding, wir hatten ja auch schon Beispiele mit Fotos, und darf ich irgendwie Leute fotografieren? Das ist ja bei Chaos-Veranstaltungen auch gerne mal so, dass man sagt, hier bitte nicht fotografieren. Aber ich denke, warum denn? Also wir sind jetzt erstmal beim Fotografieren und noch nicht zwingend beim Veröffentlichen. Und ja, zumindest als guter Bürger sollte man ja vom Grundgesetz mal gehört haben. Und da steht es ja tatsächlich drin. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Und dazu muss ich ja fotografieren dürfen. So, also zumindest mal in einem bestimmten Kontext. Dazu musste ich endlich natürlich mal ein Meme finden. Also... Wir haben schon die erste Frage oder den ersten Einwurf. Grundgesetz ist erstmal grundsätzlich gut. Also wie ist das mit dem Fotografieren? Genau. Also zuerst, wir werden jetzt gleich, also eigentlich hätten wir jetzt hier schon eine Triggerwarnung aussprechen müssen vor dem Philipp-Antor-Bild, ja. Aber wir werden gleich noch ein paar andere Bilder zeigen, die durchaus ein bisschen heftiger sind. Also für die Leute online und für euch, wenn ihr ein bisschen, also zart beseiteter seid, wollte ich nur sagen, wir haben da an ein, zwei Stellen durchaus Leute, die nicht mehr leben dabei. Ja, also immer noch allgemein zugängliche Fotos, aber wollte ich nochmal sagen, wir sagen euch dann nochmal Bescheid. Ja, also Philipp Antor. Also um das zu sagen, ja, du wolltest ja gar nichts sagen. Du wolltest einfach die Bilder so zeigen. Aber also zurück, grundsätzlich ist es so, ich darf immer alles fotografieren. Eine ganz andere Frage ist, ob ich dann diese Fotos auch benutzen darf. Ja? Das soll heißen, es kann eigentlich keiner euch verbieten, ein Foto zu machen. Natürlich, wenn ich auf dem Rücken steht, trage, alle Fotos, die ich mache, werden auch veröffentlicht. Dann ist es natürlich eine andere Frage. Ja? Aber grundsätzlich ist es so, Fotos sind grundsätzlich erlaubt. Nochmal? Gilt das auch in Privaträumen, ist die Frage. Ja, gilt auch grundsätzlich in Privaträumen. Man unterscheidet dort nicht. Wir kommen aber sofort in die Problematik, dass eigentlich Fotos ja primär gemacht werden, um sie später zu veröffentlichen. Keiner guckt sich zu Hause an, oh, guck mal, diese Fotos habe ich gemacht. Sondern ich mache ja Fotos von einer Geburtstagsparty, um sie bei X oder bei Instagram. Es gibt gerade eine aktuelle Geschichte, bild.de, ja, ausnahmsweise jetzt mal die guten in diesem Kontext, haben großen Erfolg, hatte ich dir auch geschickt, den Link, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, da war es so, da ging es um Polizeigewalt, ja, das ist relativ klar, wenn die sozusagen rechtswidrige Handlungen begehen, darf ich das aufnehmen und eventuell auch publizieren, aber da war der Fall so, dass der Polizist, der daneben gestanden hat, neben seinen Kollegen, der wurde auf bild.de auch veröffentlicht und der hat dagegen geklagt. Die deutschen Gerichte haben das alles verboten, diese Veröffentlichung. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat gesagt, nee, in diesem Kontext ist die Publikation sogar erlaubt und nicht nur die Fotografierung, also das Foto. Ne? Ich muss dazu auch sagen, ich mache ja kein Strafrecht, aber ich sehe das ja. Ich würde nicht unbedingt in der Praxis immer auf meinem Recht beharren wollen, so als Tipp. Ja?
Also wenn man Fahrrad fährt, sowieso schon mal zweimal nicht. Ja, aber also Recht haben und Recht bekommen ist ja eine andere Frage, weißt du auch. Bei einem Fall auf dem Schiff habe ich mehr Chancen. Und Video ohne Ton, ist das auch Bild? Nochmal? Video ohne Ton, ist das auch Bild? Also die Frage war, Video ohne Ton, ob das auch Bild ist? Ja, im Zweifelsfall ja. Das heißt, wenn ich von der Polizei angehalten würde und ein Video mitlaufen lasse ohne Ton, ist es legal? Ist das? Ja, ist das grundsätzlich legal, aber wie machst du das? Kannst du bei deiner Aufnahme ausstellen, Video? Kannst du bei deiner... So. Ja, so. Aber da muss man sagen, die Frage ist dann halt, ob die Polizei das in dem konkreten Fall nachprüfen kann und ob sie nicht sagt, junger Mann, Sie kommen mal mit auf die Wache und Ihr Handy wird dann erstmal beschlagnahmt. So. Nein, nein, verstehst du, was ich meine? Das war sein Recht haben und... Ja, ja. Ja. Ich war mittendrin im G20, da fühlt man sich gelegentlich am kürzeren Hebel. Aber sind wir bei Anfertigung von Bildern. Also wir haben Fotografieren in der Öffentlichkeit, hatten wir ja gerade schon gesagt, ist grundsätzlich erlaubt, haben wir gerade gesagt, ergibt sich. Aber es gibt ja dann auch ein bisschen diese Ausnahmen aus dem höchstpersönlichen Lebensbereich. Juristen haben schon geile Worte eigentlich, ne? Sowas wie eine Wohnung, besonders geschützte Räume. Ja. Ist auch höchstpersönlich, oder? Oder machst du, sagst du, Durchzug kann jeder kommen, wie er will, bei dir zu Hause? Mein Garten ist dann öffentlich zugänglich von draußen? Ja, auch da wieder, der Jurist, das ist ja das Lieblingswort aller Juristen, es kommt drauf an. Es kommt ja drauf an, wenn du eine 5 Meter hohe Hecke drumherum hast, die 20 Meter breit ist und wo keiner durchschauen kann, dann wird das definitiv zum höchstpersönlichen Lebensbereich gehören. Hingegen, wenn du alles frei hast und nichts umzäunt und viele Schilder aufgestellt hast, jeder kann kommen, alle sind herzlich willkommen, dann wird man sagen, das ist eher allgemein Platz. Gut, also haben wir das geklärt, Bilder können wir schon mal machen. Jetzt, du sagtest es schon, Martin, die will man ja wahrscheinlich auch mal irgendwo wieder veröffentlichen. Und jetzt kommt es ein bisschen darauf an, was auf den Bildern drauf ist. Wir gehen mal davon aus, sind Menschen auf den Bildern drauf. Wobei auch markante Gebäude irgendwie Rechte haben, aber das haben wir, glaube ich, gerade ausgeklammert. Was gibt es denn dazu zu sagen? Da gibt es dieses allgemeine Persönlichkeitsrecht. Genau, also wir müssen unterscheiden, wenn man ein Foto macht, haben wir ja zwei unterschiedliche Sachen. Und zwar einmal der Fotograf, das haben wir mit dem Volker K. Punkt abgehandelt, das mit dem, dass Fotos urheberrechtlich geschützt sind und so weiter. Wir schauen uns jetzt an, welche Rechte die Person hat, die auf dem Foto ist. Ja? Also das soll heißen, und da ist im Grunde genommen das allgemeine Persönlichkeitsrecht, APR abgekürzt, das Relevante. So. Und das ist in einem speziellen Gesetz geregelt, nämlich das sogenannte KUG, Kunsturheberrechtsgesetz. Ja? Und das ist im Grunde genommen, man sagt, alles, was ich bin, wie ich heute aussehe, dass Alex lange Haare hat, dass ich kurze Haare habe, was wir anhaben, alles gehört zu meinem Sein, zu meiner Persönlichkeit. Und das soll geschützt sein. Und deswegen ist es so, dass nicht im Zweifelsfall ungefragt meine Bilder in die Weltgeschichte gepostet werden dürfen. Da haben wir noch eine wundervolle Folie irgendwo aus deinen Vorlesungsfolien. Du bist ja irgendwie auch noch so Dozent oder so, ne? Ja, genau. Ich habe Langeweile und mache noch ein paar andere Sachen auch. Genau. Also ja, diese Zwiebel, würde ich sagen, so Zwiebelmodelle kennen wir aus der Informatik, das hat mich schon mal ein bisschen abgeholt, aber ihr könnt es wahrscheinlich lesen. Von außen nach innen, ne? Außen ist so die Öffentlichkeitssphäre, das wäre so hier auf dem Parkplatz oder auf dem Campus. Genau, also wir kommen gleich nochmal bei Meinungsäußerung zu der Geschichte, aber hier, wir sind im Grunde genommen, wir posten ja etwas Wahres. Wenn ich von Alex heute ein Foto mache und dieses Foto von ihm heute Abend auf X veröffentliche, dann ist das ja erstmal eine wahre Tatsachenbehauptung. Alex hat so ausgesehen, war auf der Veranstaltung und so weiter. Und jetzt ist die Frage, habe ich das sozusagen dürfen? Ist das erlaubt? Und da gibt es unterschiedliche Sphären. Und je nachdem, je tiefer ich in eine Sphäre eindringe, in den inneren Kern dieser Zwiebel, desto mehr Rechtfertigung muss ich haben, dass ich das darf. Ja? Soll einfach heißen, wenn ich von Alex ein Foto mache auf dem Parkplatz vorne, wo sowieso alles frei zugänglich ist und jeder Mann und jeder Frau das sehen kann, dann sind wir in der Öffentlichkeitssphäre. Ja? Was anderes ist es, wenn ich bei Alex
zu Hause, in seiner Wohnung, im Schlafzimmer Fotos mache, dann sind wir im innersten Kern, nämlich in der Intimsphäre. Ja? Und ihr müsst euch vorstellen, wir reden jetzt über Fotos, aber Tagebücher, alles, was mit Krankheiten zu tun hat, alles, was mit Sexualität zu tun hat, gehört auch zur Intimsphäre. Ja? An der Stelle sage ich immer wieder, ja, ich weiß, es wird täglich millionenfach dagegen verletzt. Ja? Es wird einfach wild gepostet, auch die Zeitschriften, Zeitungen halten sich nicht an die Sachen, wenn ihr mal drin drängt. Über die Erkrankungen von vielen Prominenten wird berichtet, obwohl wir das ganz klar Intimsphäre sind, ja? Und das rechtswidrig ist. Aber das, so ist die Juristerei, das soll bedeuten, bei den Fotos müssen wir halt abwägen, in welchem Kontext passiert das Foto, welche Umstände gibt es, und da gibt es halt die unterschiedlichen Sphären, und je stärker ich in diesen Kern dieser Zwiebel stoße, desto mehr plausible Gründe muss ich haben, dieses Foto auch zu veröffentlichen. So, wir haben da ein paar Fragen, glaube ich, ne? Die Öffentlichkeit, wie heute sind die Kameras schon so gut mit 4K und so weiter, dass ich nachher vergrößern kann. Wann hört die Öffentlichkeit auf? Wie weit ich jetzt vergrößere, im Telefon gehen und so weiter? Also die Frage war... Wo, wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Veranstaltung draußen habe, dann habe ich jemanden am Mikrofon und den nehme ich groß raus und jemand steht da dicht daneben. Inwieweit verletze ich dann dem seine, wie mit dem Polizisten vorhin? Also die Frage war, ändert ein Teleobjektiv und eine starke Vergrößerung etwas an dieser grundsätzlichen Einschätzung? Grundsätzlich nicht, wenn die abgelichtete Person so, wie sie sich in der Öffentlichkeit ist. Also wenn Alex draußen jetzt ein Interview gibt, ja, RTL, dann kannst du auch von da drüben mit deinem Teleobjektiv drüber knallen. Was anderes ist es, wenn Alex bei sich im Garten mit seinen Würstchen zu Hause gerät und du dann über den Gartenzaun bist. Genau. Genau, aber dann sind wir definitiv in der Öffentlichkeitssphäre. Natürlich ist es in der Praxis so, dass diese unterschiedlichen Sphären immer sehr schwer sind. Also, ob das immer Öffentlichkeitssphäre ist, ja, ob das Sozialsphäre ist oder Privatsphäre, gerade die Abgrenzung Öffentlichkeitssphäre und die zweite Stufe, die Sozialsphäre, ist nicht immer ganz klar. Ja? Also wenn Alex sich nämlich hier heute Abend in die Universität begibt, sind wir da noch in der Öffentlichkeitssphäre oder sind wir nicht schon eher in einer kleineren Gruppe und deswegen in der Sozialsphäre? Wie ist das denn? Macht das grundsätzlich einen Unterschied, ob man einzelne Personen ablichtet oder Menschenansammlungen oder ähnliches? Die Frage ist, macht es einen grundsätzlichen Unterschied, einzelne Personen oder Menschenansammlungen abzulichten, also zu fotografieren und zu veröffentlichen? Genau, da kommen wir auch noch hin, aber grundsätzlich ja, es macht einen Unterschied. Ich habe ja gesagt, ich darf grundsätzlich keine Fotos ohne Erlaubnis veröffentlichen. Und da geht in diesem Gesetz, Kunsturheberrechtsgesetz, gibt es gewisse Ausnahmen. Und zwar darf ich auch ohne Erlaubnis Fotos machen, wenn ich Gruppen abbilde. Ja, also wenn ich zum Beispiel eine Demo habe und von der Demo 200 Leute habe und keine Person bewusst rausschneide, sondern einfach diese Gruppe großformatig aufnehme, dann darf ich das. Das heißt, ein Journalist, der sozusagen von der letzten Demo einen Bericht schreiben will und dazu ein Foto machen will, der muss die Leute nicht um Erlaubnis fragen, sondern kann dann einfach dieses Foto machen. Das heißt, Gruppenfotos sind ohne Erlaubnis möglich. Ja, cool. Noch eine Frage. Ergibt sich das denn jetzt direkt daraus, dass das dann mehrere Menschen sind oder daraus, dass das dann anders zugeordnet wird in diese verschiedenen Sphären? Nee, also das steht explizit im Gesetz, in 23, Kunsturheberrechtsgesetz steht explizit drin. Es gibt gewisse Ausnahmen, Kategorien. Also wenn du googeln willst, 23 KUG, dann wirst du das finden. Ja? Da steht das drin, gewisse, da steht das auch andere Ausnahmen drin. Wir haben aber, glaube ich, auch ein paar Beispiele zum Abstimmen des Rechtsempfindens. Genau, jetzt kommen Triggerwarnungen. Ja. Ah nee, jetzt kommt erstmal der Rant über KI. Wir wollten eine schönere Grafik uns mal eben generieren lassen. Und so schön wie das ist mit Bing, oder du nutzt ja, glaube ich, das nackte ChatGPT oder so, oder DALL-E, das geht noch nicht so richtig, aber wir fanden es so lustig, wir wollten es euch nicht vorenthalten. Genau, also ihr seht meinen Prompt, das ich daneben geschrieben habe, ja. Mit Anführungsstrichen ohne, und Bing hat noch schlechtere Ergebnisse gemacht. Und die haben noch irgendwie Probleme mit dem Schriftform, mit Umlauten und so weiter. Kurze Worte gehen besser. Deutsch ist das, glaube ich, auch nicht. Naja, whatever. So, jetzt haben wir dieses Q-Quiz, hieß das mal noch?
Kunsturheberrechtsgesetz. Wunderbar. Also es geht jetzt um die Veröffentlichung, da sind wir ja gerade noch. Da gab es ja schon eine Frage von Bildnissen. Bildnis muss man ja auch erstmal kurz zurückportieren, heißt letztlich ein Foto oder eine Entscheidungsweise. Kann also auch eine Karikatur sein, insofern erkennbar. Und zur Identifikation braucht es nicht immer zwingend ein Gesicht, ist klar. Aber letztlich geht es darum, kann ich jemanden erkennen? Durch ein Foto, durch eine Darstellung, durch eine Karikatur, darum geht's, ne? Genau, also es muss einfach das Markante sein. Also ihr könnt euch mal fragen, es gibt in vielen Zeitungen früher diesen schwarzen Balken vor den Augen. Der hat nicht so richtig geholfen, finde ich, ja? Wer kennt noch Zeitungen? Ja, mit Zündapp, ne, der Witz kommt jetzt. Meinst du sowas? Ja. Wir haben ein neues Bild an der Tafel. Also, hier wäre jetzt mal die Frage, was sehen wir hier eigentlich? Gab es, glaube ich, auch ein Verfahren, wenn ich es richtig sehe. Also, was sehen wir? Grundsätzlich erstmal, es ist ein Screenshot einer Berichterstattung von, in dem Fall Bild tatsächlich, da habe ich das gefunden. Da sehen wir einen Mann und aus dem Kontext der Berichterstattung, muss man, glaube ich, vorlesen, wird deutlich, dass, glaube ich, ein Bordell oder etwas Ähnliches. Nein, das ist ein Sexkino. Ein Sexkino, okay. Genau. Also ein Bordell ohne Personal. Sexkino. Bordell ohne Personal. Geile Definition. Ja, ja, also Reeperbahn, es hat gebrannt und die Berichterstattung war letztlich, es hat in einem Haus gebrannt und nun war dieser Mann, glaube ich, wir haben ihn eben hier verpixelt und ich glaube, ursprünglich war das nun so, er wurde unverpixelt gezeigt und dann kommt man aus dem Kontext, es brennt im Sexkino, die Feuerwehr und Polizei oder die Beamten kümmern sich um jemanden, der da gerade rauskam, wurde nun irgendwie klar, der war halt im Sexkino. Ist das denn erlaubt oder nicht? Das ist so ein bisschen die Frage, die wir hier gerade haben. Wie ist das Rechtserfinden? Oder? Ich würde vorhin erklärt, das ist nicht erlaubt. Wenn es eine sexuelle Genau, Meinung ist nicht erlaubt, weil der Besuch der Sexkinos wäre dann eher so Richtung Intimsphäre zu verorten, von der Argumentation. Ja, wobei man das ja nicht auf dem Foto sieht, ne? Was er gerade getan hat. Aber okay, aber die Meinung ist einfach, Fotos darf ich grundsätzlich nicht veröffentlichen, ohne den Personen. Ne? Ist deine Meinung. Genau, sammeln wir nochmal. Ich denke auch, dass es nicht egal ist. Ja, es ist eine Gruppe von Personen, die man veröffentlicht, aber durch den Kontext, der in dem Artikel wiedergegeben wird, wird ja gezeigt oder lässt man erahnen, dass die Person gerade aus dem Sexkino kommt, was ja in das Team oder in den innersten Kreis der nach vorher gezeigten Grafik schließen lässt. Genau, also ich fasse mal kurz zusammen, ne? Also aus der Grafik oder aus dem Kontext Abbildung des Bildes geht dieser Besuch des Sexkinos hervor und das gilt dann in den innersten Kreisen in der Teamsphäre. Ja, das wobei wir, also ist die Meinung erstmal ja, das Rechtsempfinden, genau. Ne? Gebe ich jetzt richtig wieder, eine Meldung haben wir noch, dann lösen wir. Ich würde noch weitergehen und sagen, es ist ganz egal, woher der rauskommt, der befindet sich in einem Unfall, ist offensichtlich auch vor einem Unfall, das ist darüber seine Gesundheit, das genauso wie die Sphäre, ganz egal, was er da gebrannt hat. Noch eine Meldung für Intimsphäre, weil allein schon Opfer eines Unfalls zu sein, was hier in Brand offensichtlich war. Und tatsächlich ist es auch so, wenn ich ja, definitiv. Also in einer Ausnahmesituation, ja. Also darf ich sowieso nicht veröffentlichen. Aber die große Frage ist ja, darf ich das jetzt auch so geblurrt veröffentlichen, wie es da ist? Habe ich den ausreichend verfremdet dafür, dass das Kunsturheberrechtsgesetz nicht Anwendung findet. Ein Wurf, das T-Shirt macht ihn erkennbar. Okay, aber ein T-Shirt alleine. Okay, aber die Meinung ist erstmal aufgrund seiner Klamotten möglicherweise. Also, ne? Okay. Wir sammeln noch. Wir sagten ja, Freunde und Bekannte sollten ihn eventuell erkennen können. Ich glaube, da der Kopf ist noch zu viel. Ich könnte schon sagen, ach, das könnte der sein. Okay. Weitere Indizien dazu. Genau, also die äußere Physiognomie wird gesagt, ne? Also eventuell, dass er eine Halbglatze hat, dass er, wie alt er ist, dass er ein Mann ist, dass er schon angesetzt, also und so weiter, also im Grunde genommen die äußeren Umstände. Ich glaube, da war noch eine Meldung. Ja, durch deine gerade gesagten Worte, da hat sich meine Meldung gerade geswitcht und ich würde sagen, es ist nicht im legalen Rahmen, weil durch die äußeren. Ich hätte vorher gesagt, es ist legal, weil es sind Beamte, es ist eine Probe und das Gesicht wurde verpixelt, aber jetzt hat sich meine Meinung geändert, weil man natürlich sieht, er hat einen Bart, dadurch kann man auf eventuellen Alter schließen. Man sieht von oben und von der Kopffläche, das heißt, man kann
eventuell ausschließen, die Person sieht so und so aus und deswegen würde ich sagen, das ist auch in diesem verkörperten Zustand nicht der. Also noch eine Meinung von eher nicht erlaubt. Genau, aber ich denke mal, dass wir uns fast alle hier einig sind, das reicht nicht aus im Zweifelsfall, weil der ist nach wie vor identifizierbar. Ja? Als Beispiel das Kunsturheberrechtsgesetz, das KUG, ist auch hier weiterhin anwendbar. Also Foto darf ich auch nicht so geblurrt veröffentlichen, sondern muss das stärker im Zweifelsfall verfremden. Das würde mich interessieren, wie müsste ich es denn verfremden? Ohren darf man sich nicht drauf sein, weil Ohren sind eindeutig. Wir haben nachher noch ein Beispiel dafür. Genau, wir machen mal weiter. Wir hängen ein bisschen in der Zeit, glaube ich, nämlich deswegen. Ja, ich glaube, wir müssen heute 3 Stunden machen. Es tut uns leid für alle. Ich hoffe, die Akkus halten so lange durch. Kurz der Kontext. German Wings Flug 9525. Andreas Lubitz brachte die Maschine vorsätzlich bewusst und alleine, ich zitiere, zum Absturz, um Suizid begehen zu können. Es starben insgesamt 150 Menschen. Ihr erinnert euch, vielleicht dunkel war in den französischen Alpen vor ein paar Jahren. Das ist übrigens, Alex hat aus dem Abschlussbericht der Ermittlungen zitiert, deswegen auch in Anführungsstrichen. Ne? Also, weil das ja nach wie vor umstritten ist. Quelle Internet, Quelle ist angegeben, aber ich zitiere den französischen Abschlussbericht. Ich habe ihn in der Wikipedia gefunden, auch den Namen. Und jetzt ist tatsächlich so ein bisschen die Frage, darf man denn nur das Foto zeigen? Also von diesem Menschen, ich meine, gibt es da ein Interesse dran? Oder hat er auch nur der mittlerweile verstorbene Andreas Lublitz seine... Das ist recht an seinem Foto. Wir können ja mal die 2 Fotos zeigen. Und dann könnt ihr euch mal... Also, ihr könnt die Berichterstattung lesen, aber ich habe es jetzt auf die Online mal gescreenshottet. Seine Eltern schalten eine Traueranzeige und nun wird ein Foto, ich glaube, es zeigt ihm mal Marathon in Hamburg oder so, was jedenfalls auch erstmal ohne Kontext keinen Sinn ergeben würde, von ihm abgebildet. Das ist die Frage, ist das in Form dieser Berichterstattung zulässig? Also die Zeitungen haben das von einem privaten Facebook-Account von Andreas Lubitz genommen und das dann veröffentlicht. Eine grundsätzliche Frage. Nach dem Tod endet dann irgendwann das Persönlichkeitsrecht oder gilt es für immer, auch wenn ich 100 Jahre tot bin? Also Frage war, endet das Persönlichkeitsrecht durch den persönlichen Tod sozusagen in dem Fall hier? Also der Anspruchsteller, jedenfalls nach herrschender Meinung, kann dann keine Ansprüche mehr stellen, ja, weil er tot ist. Aber es gibt sowas wie postmortales Persönlichkeitsrecht. Und da hat die Rechtsprechung gesagt, okay, im Zweifelsfall bis zu 10 Jahre nach dem Tod können dann die Erben, ja, Rechte herleiten. Aber auch hier Vorsicht, wenn du zum Beispiel etwas Schlechtes über einen Verstorbenen sagst, ja, Goethe war ein Kinder, mit F das Wort, ich will es jetzt nicht, weil wir live streamen, ja, aber dann kann das ja sein, dass Goethe nicht mehr klagen kann, weil die 10 Jahre nach seinem Tod schon vorbei sind. Aber ein potenzieller, ja grob geschätzt so, aber ein potenzieller Nachfahre von Goethe, der heute lebt, könnte ja sagen, guck mal, du hast gerade meinen Großvater beleidigt und das empfinde ich auch als eigene Persönlichkeitsverletzung. Ja? Also du musst immer gucken, färbt das irgendwie auch auf aktuelle Sachen ab. Also das heißt, in dem konkreten Fall war der gerade erst kurz verstorben und da hätten die Eltern definitiv Ansprüche geltend machen können. Noch ein anderes Beispiel, anderes Foto. Das Foto per se ist irgendwie harmlos, würde ich sagen. Selber. Ja, von seinem privaten Urlaub. Aber eben privates Urlaub. Und ja, wie ist das ausgegangen? Ich glaube, wir haben auch eine Folie dazu. Quatsch, haben wir nicht. Wie ist das ausgegangen? Genau, also eben, also... Vom Empfinden her muss ich sagen, mal kurz vorab meine persönliche Meinung. Ich finde, diese Fotos haben überhaupt keinen Mehrwert. Ja? Wenn das jetzt, wir kommen gleich noch dazu zu anderen Beispielen, wenn die einen gewissen Mehrwert haben, weil ich kann mir das nicht erklären, warum der das getan hat oder andere Situationen und ich aus dem Foto selbst Rückschlüsse ziehen kann, dann finde ich das ja noch plausibel. Aber das sind private Fotos, die überhaupt keinen Mehrwert haben. Aber die Rechtsprechung und auch der Deutsche Presserat hat gesagt, jo, ich darf den namentlich nennen und ich darf auch diese Fotos veröffentlichen. Ob das so ganz überzeugend ist, ist eine ganz andere Frage. Ja? Aber man muss dazu sagen, die ersten paar Tage wurde der auch nur anonymisiert genannt und dann hat eine Zeitung begonnen, den vollständig zu nennen und dann hat sich das auch sozusagen, ist der Stein ins Rollen gekommen und dann haben viele nachgezogen. Ja?
Man muss auch dazu fragen, dieser German Wings Absturz oder dieser ist natürlich eine Tragödie gewesen, rechtfertigt der das? Ja? Kann man darüber diskutieren, aber wir halten fest, hier, für mich komischerweise, aber müssen wir akzeptieren, definitiv zulässig, weil überragende Bedeutung. Jetzt haben wir schon tatsächlich nochmal die Triggerwarnung wiederholt. Ja. Wer es gerade schon gesehen hat, bekommt es zu spät. Wir haben das nächste Bild. Das, was wir dort sehen, muss man ein bisschen frame, ist halt eben Michael Jackson, der irgendwann verstorben ist. Mittlerweile wahrscheinlich auch vor über 10 Jahren. Ich habe das gar nicht nachgeguckt. Und da war ja, die Todesursache war ja ein bisschen ungeklärt und es landete eben vor Gericht. Und dann ist die Freier Wohn ist ja nun genau verstorben. Und im Zusammenhang dieser Berichterstattung wurde dieses Foto eben auch letztlich veröffentlicht. Ich habe es tatsächlich auch noch gefunden. Da kann man jetzt daraus schließen, dass offensichtlich so eine Veröffentlichung gerechtfertigt ist oder nicht. Ja, gut, das ist ein Amiland, ne? Das ist noch ein bisschen anders. Also die Quelle ist jetzt NTV Deutschland, ne? Ja, gut, okay. NTV. Aber nicht alles, was veröffentlicht wird, ist ja auch rechtmäßig, ne? Also die große Frage ist jetzt hier, bei dem Andreas Lubitz war das ja so, da hat der ja noch gelebt. So, und jetzt haben wir im Grunde genommen das höchst privateste Ereignis, das man eigentlich sich denken kann, dass jemand verstirbt, dass jemand tot ist. Und die Frage ist, darf ich das? Darf ich von einem Toten das Bild zeigen? Ja. Ja, der Einwand war jetzt gerade, bei Mumien darf ich das. Genau. Wie kommst du bei dem Foto auf eine Mumie? Ja. Also, ich würde ganz klar sagen, nein, das ist nicht erlaubt, weil auch dieses Foto keinen wirklichen Mehrwert hat. Ja? Da ging es ja darum, ob der Leibarzt von Michael Jackson ihn möglicherweise schlecht behandelt hat und er deswegen verstorben ist oder so. Aber auch dieses Foto hat für mich keinen Mehrwert. Wir kommen gleich zu einem anderen Foto, wo ich sage, jo, passt, ja. Aber bei diesem Foto sage ich einfach, ich kann daraus nichts erkennen, außer dass da ein Toter liegt. Ja? Dann gucken wir mal weiter, was der andere Fall sein könnte. Da musste ich ein bisschen googeln nach diesem Foto. Da steht übrigens Gaddafi auf Französisch. Und wen wir dort sehen, ich glaube, erschlagen oder gesteinigt, ist eben Gaddafi. Zu Tode gesteinigt. Ein toter, zu Tode gesteinigter Gaddafi. Der war ja bekanntermaßen der, sagen wir mal, Despot von Libyen. Ja, ein unangenehmer Zeitgenosse. Ein unangenehmer Zeitgenosse, der an der Staatsspitze in Libyen stand. Wisst ihr wahrscheinlich eh alle. Und das Foto wurde nun veröffentlicht, ja, als Beweis, dass er wirklich tot ist. Genau, also da müsstet ihr mal jetzt sagen, wo ihr vorher gesagt habt bei Michael Jackson, jo, das ist total rechtswidrig, ob das jetzt erlaubt ist. Oder ob da, das ist ja auch ein Bild eines Toten. Oder ist der, ja, was ist denn da anders? Genau, das ist ja die Frage. Wir haben schon eine Meldung, das ist gut. Ich würde sagen, auf jeden Fall anders ist, dass man nicht eindeutig das Gesicht identifizieren kann. Also das Gesicht ist nicht eindeutig zu erkennen oder etwas weniger. Dann ist das Foto sinnlos, als kommt noch ein Einwand. Gab es nicht in der Nähe, also in der zeitlichen Nähe um den Todeszeitraum von Gaddafi mehrmals nachts quasi irgendwie so Fälle, wo Leute gesagt haben, oh, wir haben hier irgendwie jemanden gefunden, das ist Gaddafi, denken wir, wo man das Argument bringen konnte, okay, dieser, also einer Gefahr von Lynchjustiz oder so würde das vorbeugen, wenn die Leute sehen, okay, der ist tatsächlich tot. Also da kommt der Einwurf, es gab in der zeitlichen, möglicherweise in der zeitlichen Nähe des Todes von Gaddafi ähnliche Doppelgänger, die vielleicht der Lynchjustiz ausgesetzt werden. Wenn man das Foto veröffentlicht, dann würde sich die Gefahr verringern. Ich glaube, die Spur ist schon ganz heiß. Ja, bloß andersrum. Aber andersrum. Wie rum denn? Genau. Auflösung ist, also... Wolltest du noch? Ich habe sonst noch gesagt, wir hatten ja gesagt, die Intimsphäre ist nicht antastbar, ist unantastbar. Ja. Da wäre für mich jetzt der Punkt, naja, wenn sie unantastbar ist, dann gibt es keine Möglichkeit, es zu rechtfertigen, das Bild zu veröffentlichen. Und die Frage ist, ist der Tod in der Intimsphäre, könnte man in Teilen so sehen? Genau, aber es gibt trotzdem immer Ausnahmen dazu, die Frage des überragenden Interesses. Ja, genau. Und der wesentliche Unterschied, also es war ein Diktator wie aus dem Bilderbuch, ja. Der hat die Leute über 20 Jahre malträtiert. Und was bei dem war auch, er hatte viele Doppelgänger. Er hat bewusst, damit er sich vor Attentaten schützt, hatte er viele Doppelgänger.
Und man muss dazu sagen, Libyen war damals ein nicht, also jetzt um das politisch unkorrekt auszudrücken, ein noch nicht so modernisiertes Land. Das heißt, dass viele Leute nicht wie wir hier mit Handy und Internet so hatten, sondern dass es viel Mundpropaganda gegeben hat oder Zeitungen. Und da sind natürlich gewisse Informationen dann auch nicht so schnell durch die Breite geflossen. So. Und das soll heißen, die Leute haben dann gedacht, ah, vielleicht ist der ja doch nicht tot, vielleicht ist das ja nur ein Doppelgänger und so. Und deswegen wollten die, kommt hierher, schaut euch das an, der Typ ist tatsächlich tot. Sozusagen als Proklamation, dass man sagt, okay, pass auf, die Schreckensherrschaft hat ein Ende, ihr könnt ganz sicher sein, ihr könnt jetzt aufatmen. Und das ist sozusagen die Rechtfertigung, das anders zu behandeln als im vorherigen Beispiel mit Michael Jackson. Ja, aber es ist frei verfügbar im Netz, ne? Ja, du kannst jetzt auch mal weitermachen, bevor jetzt einige noch... Genau. Ja, worum geht's hier? Das Foto kennt ihr wahrscheinlich alle, das berühmte Foto aus dem Vietnamkrieg. Es zeigt ja ein junges Mädchen, flüchtend, nackt auch noch. Muss man sagen, war 1968, 1969 schon ein altes Foto. Die rechts daneben ist die... Das junge Mädchen ist ja heute eine Frau, die ist rechts zu sehen, die gibt es ja immer noch und war anlässlich einer Preisverleihung eben auch mal in Deutschland. Und da ist die Frage, darf man so ein Foto eigentlich machen? Ich meine, es ist ganz klar nackt, Kind. Ja, Kind und nackt. Und man muss dazu sagen, es war zu dem Zeitpunkt, wo es Napalm eingesetzt worden ist, ne? Also diese Brandbomben. Und da war die Frage, deswegen liefen die da auch viele Kinder nackt rum, weil die sich die Kleider vom Leib gerissen haben, weil die gebrannt haben. Die Frage ist, wenn ihr heute jetzt hören würdet, darf man von nackten Kindern Fotos veröffentlichen? Dann würde euer Innerstes sofort sagen, nein. Und jetzt, ne, dann müsstet ihr, ja ohne Probleme zu kriegen. Und jetzt müsstet ihr mal uns sagen, warum, und davon gehe ich aus, habt ihr schon das Empfinden, man darf das, dieses Foto veröffentlichen? Was könnte denn dafür sprechen, dass ich dieses Foto veröffentlichen darf? Ich bleibe in Amerika. Wegen dem Napalm. Also hier wird gesagt... politisches Interesse? Ja, politisches Statement oder Aufklärung der Hintergründe. Mhm. Ja, historische Aufklärung. Auch, das geht ja auch in die Richtung, was er gesagt hat. Also die Begründung war historische Aufklärung. Wobei das immer, du musst aufpassen, wenn wir 1970 gewesen wären, dann wäre das Bild vielleicht noch nicht mit dem ausgezeichnet worden. Also so retrospektiv sagen wir, okay, das ist ein Klassiker, verstehst du? Aber damals, ein Jahr später, war das vielleicht noch nicht so bekannt. Okay, wir sammeln aber noch andere Wortmeldungen. Weiß ich nicht, ich habe irgendwo gehört, dass die Frau sich gemeldet hat und gesagt, dass es nicht mehr veröffentlicht werden will. Okay, das ist noch was anderes, ja? Aber wir reden ja erstmal darum, ob das Foto damals erlaubt gewesen ist. Da ist noch eine Wortmeldung. Hier ist gesagt, wir haben wegen der damaligen Rechtslage, die vielleicht noch nicht so war, wie sie heute ist. Okay, die abweichende Rechtslage und ja auch ein anderes Land, ne? Grundsätzlich, in dem das Foto zumindest entstanden ist. Also, um das abzuschließen, das Foto wird man nicht rechtlich als rechtswidrig einstufen können. Ja? Also man muss dazu ja sagen, dieses Foto hat natürlich, wie ihr schon beide richtig gesagt habt, zeithistorischen Wert, ist eine Kontextbezogenheit, ja? Es ist eine Kriegsberichterstattung und es ist ja auch nicht bewusst so, dass man da ein nacktes Kind fotografiert hat, aber es symbolisiert ja auch etwas. Dieses Kind steht ja auch für sozusagen die Unschuld und für die Nacktheit und für die Ausgeliefertheit des Kindes in einem Krieg. Ja? Und deswegen wird man das rechtlich als zulässig bewerten können. Kommen wir jetzt noch zu etwas... Seichterem? Ja, seichterem, genau. Also ich wusste es nicht, das ist irgendwie Prinz Harry. Prinz Harry hat Strip-Poker gespielt und wie man sieht, verloren. Ja? Und also Prinz Harry, der zweite Sohn von Diana und Prinz Charles, ne? Genau. Und jetzt ist die Frage, ist das Foto erlaubt? Was würdet ihr sagen? Allgemeines Kopfschütteln?
Naja, wenn er es selbst gepostet hat, man kann ja auch auf seine Intimsphäre verzichten. Also wenn ich freiwillig ein Interview über meine Krankheit gebe, freiwillig Paris Hilton heiße, ja, und Videos publiziere, dann kann man auch auf seine schützenswerten Interessen verzichten, ja. Also das geht. Aber das hat ja jemand Fremdes jetzt gepostet. Was könnte denn für das Posten sprechen? Gibt es irgendeinen Grund, der euch einfällt, wo ihr sagt, yo, das könnte man sich überlegen? Ja, der ist doch prominent. Ein öffentliches Interesse ist doch Prinz. Also ich muss doch wissen, was mein Staatsoberhaupt macht. Ja, das geht schon in die richtige Richtung. Das war zu einer Zeit, wo die Queen noch nicht verstorben ist. Und es war unklar, ob nicht Prinz Charles übersprungen wird und der Thronfolger ist von Queen Elizabeth. Und dann besteht ja schon Interesse, eines potenziellen Thronfolgers mal zu sehen, was für einen Scheiß macht er denn. Ja? Also das heißt, man kann durchaus hier argumentieren, das ist ein potenzieller Thronfolger, der sozusagen die Engländer repräsentiert. Ja? Und deswegen könnte man muss nicht, durchaus sagen, okay, das hat einen gewissen historischen Kontext. Ob das so überzeugend ist, ist eine ganz andere Frage. Ja? Ich würde auch eher denken, auch hier habe ich keinen so großen Mehrwert aus der Information. Also es spricht eher gegen eine erlaubte Veröffentlichung. Das war das Foto, weshalb wir die Triggerwarnung gemacht hatten. Oh, oh. Gut, wen sehen wir denn hier? Charlie Sheen. Ich finde es ja viel interessanter. Ich habe jahrelang das Foto in meinen Kursen veröffentlicht. Ne? Also in meinen Uni-Vorlesungen immer, wo ich unterrichte. Alex guckt sich neulich das Foto an, als wir in der Vorbereitung haben und sagt dann, ey, ist das, wie heißt die nochmal? Denise Richard. Ja, ist das Denise Richard. Das ist das Erste, was er sagt. Das war ein Bond-Girl aus Die Welt ist nie genug. Hallo? Ja, und dann habe ich gefragt, ist Charlie Sheen mit Denise Richard zusammen? Wir haben übrigens nochmal nebenbei bemerkt, einen Kontext, nämlich, die sind ja in einem privaten Kontext mit ihren Kindern. Also, und wir haben jetzt ein Beispiel für, ich habe das Kind nicht gepixelt, sondern übermalt. Ne? Ich hoffe, man erkennt es nicht mehr. Wir waren uns ein bisschen, also ich war mir ein bisschen unsicher, ob das nicht vielleicht eine gute Idee ist. Oder du auch. Ich glaube, du ja, warst ja, ich habe gesagt, dass wir sollen. Ich war mir unsicher, er hat es gesagt. So rum war es, genau. Also man muss dazu sagen, Charlie Sheen ist der Vater dieses Kindes und Denise Richards ist die Mutter dieses Kindes. Ja, also, hat er den Prozess verloren also? Boah. Was soll ich zu Charlie Sheen sagen? Ja. Also der ist ja jetzt prominent, darf man ihn ablichten, aber die Situation hier, die ist doch eine andere. Genau. Also ich glaube, einer von euch beiden hat vorhin gefragt, darf ich nicht Prominente oder generell veröffentlichen? Also diese, was früher so unter dem Deckmantel Personen der Zeitgeschichte immer proklamiert wurde. Das gibt es so absolut nicht. Auch Personen, also der Bundeskanzler, ja, Dieter Bohlen und wem wir da immer noch zitieren können, auch die haben ein Recht auf Privatsphäre. Und hier sagt man, hier ist es so, in dem Moment, der betreut gerade sein Kind, geht es mit seiner Lebensgefährtin oder mit seiner Frau, das ist ein höchstpersönliches Moment, da kann der noch so ein bekannter Schauspieler sein, das darf man im Zweifelsfall nicht veröffentlichen. Und noch stärker, weil dein Kind abgelichtet ist. Das Kind selbst darf ich sowieso nicht veröffentlichen, aber ist, also der Jurist sagt immer dazu, die Hinwendung der Eltern zu dem Kind, und das ist auch ein höchstpersönlicher Moment, also man darf es im Grunde genommen nicht so veröffentlichen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich es in Deutschland nicht gefunden habe, sondern irgendwo da draußen in den Weiten des Internets. So, also wir fassen mal so ein bisschen zusammen. Wir schreiben ja gleich noch im Anschluss eine Klausur, wisst ihr ja. Ja. Genau. Mit dem Kook, ne? Also grundsätzlich braucht man eine Einwilligung, aber es gibt Ausnahmen. Personen der Zeitgeschichte, haben wir gerade schon ein bisschen drüber geredet. Oder eben auch bei öffentlichem Interesse hatten wir ja auch das andere Beispiel. Genau. Richtig was gelernt bis hierher, ne? Ja. Ja. So, jetzt kommt mein Lieblingsfall. Ja, endlich. Da hat ja Alex die gesamte Zeit. Den müssen wir mit reinnehmen. Ja. Was war denn nun passiert? Der Fall X. Eine Frau klagt. Es gibt also eine Klägerin, logischerweise einen Beklagten, die lernen sich kennen auf einer virtuellen Dating-Plattform. Ich schätze mal so Tinder. Und irgendwie lernen die sich nun besser kennen, aber sehen sich nie im echten Leben, sondern immer nur virtuell. Und die Klägerin schickt nun dem Beklagten 15 für ihn erstellte Videos, intime Videos,
mit, ich zitiere aus dem Urteil später, unterschiedlichen Sexualhandlungen. Also an der Stelle dachte ich schon, okay, das, mein Leben ist irgendwie unkomplizierter, aber gut. Nun, irgendwie kommt es dazu, dass der Beklagte den Kontakt abbricht. Also ich glaube, auf Norddeutsch sagen die Kids, er hat sie geghostet. Und etwas später findet die Klägerin nun genau einige dieser Videos auf entsprechenden einschlägigen Seiten und nun auch noch mit Vor- und Zunahmen. Also auf Sex-Videoseiten, also da, wo es klar beschrieben ist, genau. Ich wüsste jetzt kein Beispiel für eine Sex-Videoseite, aber sowas gibt's, habe ich im Internet Echt? Gelesen. Ja, ja. Hamster. Irgendwas mit Haustieren. So, der Upload erfolgte durch einen Account, der dem Beklagten auch noch zugeordnet werden konnte. Da fragt man sich natürlich immer im Detail, wie laufen auch so Ermittlungen. Man kann das alles wunderbar nachlesen, wenn man Bock hat, das ganze Urteil zu lesen. Und nun sagt die Klägerin, also hör mal, ich hätte gern 150.000 Euro Schadensersatz, dazu noch bitte meine Anwaltskosten oder Rechtsverfolgungskosten, wie es genau heißt. Da dachte ich so, also wahrscheinlich am Ende wäre es ein guter Stundenlohn. Also wenn man... Ja, nicht, wobei, also das ist jetzt natürlich zu politisch korrekt, eigentlich gehört sich das nicht, aber wenn man das Urteil mal liest, dann kriegt man schon das kalte Grausen. Also so, was der Typ gemacht hat. Bei voller Namensnennung und dann, also wirklich, ich meine, man muss natürlich auch sagen, warum veröffentlicht oder warum macht die solche Videos, ja? Aber unabhängig davon ist es halt so, der hat die bei vollem Namen reingeschrieben, das heißt, man konnte die googeln und finden dann in dem Moment, ja? Und genau, und das Internet vergisst ja nie. Ich wollte die Videos ja mitbringen, aber ich hatte Angst vor meinem Browserverlauf. Ja, genau. Und da ist die Sache, die 150.000 Euro Schmerzensgeld. Es geht nicht um Anwaltskosten oder sonstige Sachen, sondern tatsächlich Schmerzensgeld. Ja, oder viele, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, also wie ist das Rechtsempfinden? Wie ist die Summe? Ist das angemessen? Ich meine, wir haben, ich glaube, sie erstellt 15 Videos, aber ich glaube, es werden nicht alle veröffentlicht, aber eine Handvoll, 150.000 Euro. Also Summe angemessen, Daumen gehen hoch, nicken, Kopfschütteln ist auch dabei. Irgendwo aus dem Dorf wegziehen und so muss man eine neue Existenz aufmachen, kommen 150.000 an. Was wäre eine angemessene Summe? Halbe Million. Wir lösen mal. Also tatsächlich bekommt sie immerhin 120.000 Euro Schadensersatz zugesprochen. Ich finde es immer noch viel Geld. Aber woraus ergibt sich denn nun die Höhe? Weil das hat mich schon interessiert. Bekäme das jeder? Und da ist die Antwort, nee, so leicht ist es dann doch nicht. Der Beklagte handelt, wie eine Gesamtwürdigung ergibt. Also sprich, die haben das Urteil natürlich verkürzt. Vorsätzlich. Also hat das irgendwie auch teilweise noch eingeräumt oder wie auch so. Und er wusste das, was er tat, hat irgendwie ein Konto angelegt, hat sich dann noch blöd rausgeredet. Und bei der Bemessung der Höhe ist nun auch eingeflossen, dass der Beklagte Immobilienmakler ist für exklusive und hochpreisige Immobilien. Und da wurde mir alles klar, weil wenn man Makler ist, mein Gott, alle meine Vorteile sind irgendwie bestätigt. Was gibt's zu ergänzen? Genau, also man muss dazu sagen, das ist ein außergewöhnlich hohes Schmerzensgeld. Ja? Normalerweise reden wir von läppischen paar tausend Euro im Zweifelsfall. Nein, das ist im Strafrecht ist das, ja. Also hier geht es letzten Endes darum, dass man sagen muss, der hat definitiv schon zu Beginn der Beziehung eigentlich nur Videos sammeln wollen, hat die, und als er dann im Grunde genommen, hat er natürlich auch in der Form dieses direkten Vorsatzes, dass er quasi sie vollkommen bloßgestellt hat, hat er ja bewusst sozusagen, noch schlimmer geht ja an und für sich nicht, ja. Und deswegen ist die Summe außergewöhnlich hoch. Normalerweise ist es so, dass du vielleicht ein paar hundert Euro oder tausend Euro bekommst, ja. Also ich kann ja mal so ein Beispiel, bei meinen Studenten sage ich das auch immer, es gab zum Beispiel, das ist der Klassiker, Caroline von Monaco, ein frei erfundenes Interview. Die hat zum Beispiel damals 50.000 D-Mark bekommen als Schadensersatz, ja. Aber normalerweise ist es so, bei Nacktfotos, ja, und bei Beleidigungen möglicherweise vielleicht ein paar tausend Euro. Und der Fall wird noch schlimmer oder noch heikler, wenn ihr daran denkt, Alex hat mal, also jetzt nur fiktiv, Alex hat mal als 18-Jähriger in seinem für ein Biologiebuch nackt präsentiert, okay?
Und dieses Foto, also im Biobuch, vollkommen unproblematisch. Und ich sage, dieses Foto von damals, das veröffentliche ich heute. Sollte Alex dann Schadensersatz bekommen, Schmerzensgeld, weil er ja damals der Veröffentlichung zugestimmt hat. Andererseits nur im Biologiebuch. Ne? Also ihr seht, es hängt immer stark davon ab, aber diese 120.000 Euro sind wirklich extrem außergewöhnlich. Wie rechtfertigen die Prominenten das, dass die höheren Schaden haben oder warum, dass der gleiche Herr Becker oder andere, also ich war ja oft genug zitiert in dem Fall. Also es gibt ganz unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe. Ja? Normalerweise liegt das sehr stark im richterlichen Ermessen. Es gibt zum Beispiel in Amiland, so schlimm sich das jetzt anhört, zum Beispiel ein durchaus intelligentes System. Alex und ich sitzen in German Wings und stürzen beide ab. Alex ist, wie, also weiß man ja, arbeitslos, wird nie einen Fuß auf die, also Boden, Fuß auf den Boden kriegen? Ja, Fuß auf den Boden kriegen. Aber alles ist besser als Anwalt sein. Ja, genau. Aber ich verdiene Milliarden. So, jetzt klagen unsere beiden Nachkommen. Sollen beide Nachkommen, Erben, sollen das Gleiche bekommen? Oder der Erbe sagt, pass mal auf, bei dem Bar, der wäre Milliardär geworden. Mir sind Milliarden durch den Flöten gegangen. Ja? Und bei dem Alex, der wäre nur Hartz-IV-Empfänger gewesen. So, und da sagt das Amerikanische. Genau, aber das, da sagt das amerikanische System halt schon, man schaut drin. Genau, aber im Deutschen, genau. Also, die Sexy Cora. Ja. Die Antwort ist, das deutsche Recht ist sehr geizig und sehr sparsam. Ja? Aber wie kommt es dann in dem Zusammenhang, dass dann solche Ausnahmen gemacht werden? Naja, die Ausnahmen wären dann, weil man da eine gewisse Prominenz benutzt, eine gewisse Bekanntheit der Person. Man benutzt, also jetzt sage ich mal, Günther Jauch als emotional, als Figur, und benutze den, und das hätte normalerweise 100.000 Euro Lizenzkosten gekostet. Und das wird dann dazu gerechnet. Das heißt, es geht eher darum, ich habe einen Wert, weil den Typen zu mieten für meine Werbung hätte so und so viel gekostet. Da habe ich dann wenigstens Vergleichswerte, verstehst du? Ja, ja, genau. Also wir haben ein Drittel der Folien. Die gute Nachricht, es wird nicht langweilig, aber wir haben 90 Minuten. Wollen wir noch eine Folie weitergehen? Ah, jetzt kommt der lange Teil mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Ich würde ja eher sagen, also wir schaffen nicht alles. Genau. Ist ja denn, ihr wollt noch, aber ich glaube, so langsam habt ihr euch Feierabend verdient. Wir könnten aber noch. Wir könnten vielleicht, ich würde sagen, wir machen hier einen Break und dann vielleicht noch ein, zwei Fragen, die ihr allgemein habt oder so bislang. Ja? Wäre meine Idee, wenn das okay ist. Das ist bestimmt konsensfähig. Wir haben die erste Frage. Sollen wir ganz schnell durchgehen? Entschuldigung, das Admin-Thema. Komm jetzt erst noch. Welches denn? Ja, zum Beispiel Disclaimer und was haben die Webseitengeschichten, also über Admin. Ja. Und was konkret Business Hangs hat. Also was wir machen können, wir sind jetzt ja auch noch gleich da. Wir können die Themen sozusagen, wenn es jetzt Special Interest Themen sind, besprechen wir das gleich im Inner Circle sozusagen. Ja? Ja, genau. Naja, vielleicht so eine Mate als Bestechung würden wir akzeptieren. Dann sagen wir euch vielen Dank fürs Durchhalten. Ja, vielen Dank. Liebe Zuschauer am Endgerät.